Shiva Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Heute habe ich mir gedacht, mache ich mal eine Special Edition sozusagen, wo es nur um Food geht, weil manche, wenn ich so ein Aufgebraucht-Video drehe, dann das nicht so interessant fanden mit den Food-Produkten. Deswegen dachte ich mir, gibt es heute einfach mal speziell für die, die sich für Food interessieren, ein Food-Aufgebraucht-Video. Ich bin ein bisschen kurzatmig, weil ich extrem aufgeregt bin, jetzt nicht, weil ich das Video drehe, sondern weil ich gleich, wenn ich das Video gedreht habe, los muss und dann habe ich ein Herzecho und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich eine Narkose bekomme, ob ich einen Schlauch schlucken muss oder ob das alles so gemacht wird, also sprich, dass man das kann man glaube ich äußerlich machen und sozusagen, dass man so einen Schlauch schlucken muss. Ich habe keine Ahnung. Deswegen kann das sein, dass ich ein bisschen, ja, kurzatmiger durcheinander und so ein bisschen aufgeregt bin, weil ich, ja, wie gesagt, so ein bisschen Schiss davor habe. Und natürlich auch, ob soweit alles okay ist. Ich hoffe mal ja. Also, wir fangen jetzt einfach mal an mit den aufgebrauchten Foodprodukten. Ach so, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr das dann immer so haben wollt. Ob ihr dann separate aufgebrauchte Videos, also sprich einmal nur Food, also aufgebrauchte Foodprodukte. Und ein separates dann mit aufgebrauchten Produkten von Haushalt und Kosmetik. Und ich hatte noch mal die Idee, ob ich vielleicht nur mal Balea sammeln soll, Balea und Isana, dass ich nur davon die aufgebrauchten Produkte zeige. Schreibt mir das, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starte ich einfach mal, damit ich nicht zu sehr an den Termin gleich denke. Mir ist schon richtig warm. So, egal. Die hatte ich, glaube ich, schon mal vorgestellt. Das ist vegetarisch. Das sind, siehst du, geht schon los. Das ist, wenn man so aufgeregt ist, dann verspricht man sich echt andauernd. Also das sind vegetarische Gemüsebällchen mit Karotten, Erbsen und Mais von Garden Gourmet. Die schmecken richtig gut. Also wenn ihr mal irgendwie so eine Fleischpause machen möchtet oder sowas, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, weil die schmecken wirklich, wenn ihr die anbratet, wie Frikadellen. Also ich esse die immer zu gerne mit Senf oder halt mit Ketchup oder wie auch immer. Schmecken richtig gut, hat sogar ein Freund von mir gegessen, der eigentlich wirklich absoluter Fleischfan ist und Frikadellenfan und der meinte so, ja, tatsächlich, das schmeckt richtig, richtig gut. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal so ein bisschen vegetarischer unterwegs sein wollt. Dann, wenn ihr so ein bisschen gesünder in Bezug auf Chips unterwegs sein wollt, dann kann ich euch die Leinberger empfehlen. Die gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die auch bei Edeka und so weiter gibt. Also ich kaufe die immer bei Rewe. Das sind High-Protein-Chips. Sour Cream and Onion, die schmecken so, so lecker. Die sind zwar richtig arg gewürzt, also die sind wirklich doll salzig. Also danach hat man richtig Durst. Aber da sind 43% Eiweiß, also Proteine, und nur 19% Kohlenhydrate enthalten. Also wie gesagt, wenn ihr das mal so ein gesunden Snack, sage ich jetzt einfach mal so, haben möchtet, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Der schmeckt richtig, richtig gut. Der Snack, ja. Die High-Protein-Chips auf jeden Fall von Leinberger. Mega, mega mäßig, muss ich echt sagen. Dann habe ich leer gemacht meinen Birkenzucker. Den kaufe ich immer von Xuka. Das ist so ein Zuckerersatz. Ich glaube aus der Birkenrinde oder irgendwie sowas. Ja, ist ja Birkenzucker. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr das habt, dass ihr nicht irgendwie Kekse damit backt und das eurem Hund gibt oder sowas. Weil für Hunde ist das arg gefährlich. Steht hier auch drauf, genau. Keep away from dogs. Hat er das jetzt hier fokussiert? Ja, keep away from dogs. Bei Katzen ist das überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, für Hunde ist das gefährlich. Das ist zahnfreundlich, 100% pflanzenbasiert. Und ich glaube, das hat sogar, ja, 40% weniger Kalorien als normaler Zucker. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich das unten euch verlinken kann, wo ich das immer bestelle. Ich bestelle das immer bei Amazon und ja, da kaufe ich mir immer gleich so ein Kilo-Ding. Hält dann auch einen Moment und das süßt auch richtig gut. Also ich erkenne da keinen Unterschied zu normalem Zucker und das ist auch wirklich, da kann man auch die Zähne mit putzen sozusagen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Zahnpasta herstellen will aus Kokosöl, dann kann man da Xylit reinmachen und das soll tatsächlich Karies haben. Nur mal so als kleine Info nebenbei. Dann habe ich einmal, oha, das habe ich sogar zweimal, also zu den Food-Sachen gehören jetzt auch Katzenprodukte, habe ich jetzt einfach mal so festgelegt, falls euch das interessiert. Ich habe jetzt eine neue Marke, die beide richtig gerne mögen. 75%
Fleischanteil ist da drin von Arcana. Auf jeden Fall lieben die beiden das und das sind auch so ganz feine, ja, Trockenfutterdinger. Also die sind jetzt nicht arg groß. Die können die auf jeden Fall mit ihren wenigen Zähnen, beziehungsweise Milo hat ja gar keine mehr, richtig gut fressen, richtig gesund. Und von daher, ja, die kaufen wir jetzt immer sehr gerne. Ich glaube, 7 oder 8 Euro. Gibt sie allerdings in so einem Zoofachhandel, sonst gibt es die nicht. Dann einmal Joghurette. Ich glaube, die kennt jeder. Einfach im Kühlschrank aufbewahren. Schmeckt richtig lecker. Ich liebe da diese alten, diese ganz normalen halt mit Erdbeer. Da gibt es ja tausend andere Sorten immer noch. Und Special Editions, aber das mag ich irgendwie nicht. Ach, guck mal, hier habe ich nochmal so ein Ding. Habe ich ja eben gezeigt. Richtig gut. Da ist auch kein Zucker oder sonst irgendwas drin. Dann habe ich mal hier aufbewahrt einfach das Dinkelbrot von Harry. Mag ich total gerne. Sind wenige Scheiben drin, kostet 1,79 oder 1,89. Aber ich mag das richtig gerne zur Zeit. Also, das ist irgendwie unser Lieblingsbrot. Das ist 100% Dinkel mit Sonnenblumenkern. Merkt man, dass ich nervös bin? Merkt man, dass ich aufgeregt bin? Wenn ich doch den Termin schon mal hinter mir hätte. Also, ja, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so einen aufregenden Termin habt, dass ihr dann auch, ich könnte an nichts anderes mehr denken. Aber bitte Konzentration jetzt nochmal einmal. Also, dann habe ich nochmal den Iglo-Rahmspinat mit dem Blub aufgebraucht. Ich mag den am liebsten mit dem Blub. Ja, der ist so schön cremig und den mögen wir einfach am liebsten. Schön mit so Kartoffeln zerstampft. Richtig, richtig lecker, wie ich finde. Und dazu von Iglo die Lachsfischstäbchen. Die sind richtig lecker. Also ich mag die viel, viel, viel lieber als die normalen Fischstäbchen, weil ja, weil halt Lachs drin ist. Natürlich ist es besser, wenn man ein richtiges, schönes Stück Lachs hat. Aber also allein, wenn man Kinderbesuch hat oder sowas, die essen natürlich immer gern Fischstäbchen. Und da finde ich einfach die Lachsstäbchen soweit am besten. Dann habe ich einmal was ganz Neues entdeckt. Das ist wahrscheinlich nicht neu, aber ich kannte das vorher noch nicht und hatte das, glaube ich, auch nie gehabt. Mochte ich eigentlich auch tatsächlich gar nicht, weil ich mag nicht so gerne Schinken, ich mag nicht so gerne Salami. Aber von Wildmann gibt es eine Schinkensalami Light. Sind so hauchdünne Schinkenscheiben. Und ich muss mal ganz kurz riechen. Ich mag kein Kümmel. Ich mag tatsächlich kein Kümmel. Aber hier drin, es ist so ein Räucher. Kümmelgeschmack irgendwie. Und das schmeckt so lecker. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kauft euch das mal. Das ist natürlich Fleisch. Ja, auch ich esse manchmal Fleisch. Genau, kann ich nur empfehlen. Richtig, richtig lecker. Hier waren nochmal diese Gourmet-Gaben. Ich wusste nicht, dass ich das 1 Million mal aufbewahrt habe. Dann hatte ich von Baby Vita. Ja, manchmal kaufe ich auch sogar in der Babyabteilung. Die schmecken richtig lecker. Ich glaube, ich hatte die von DM oder Rossmann. Ich weiß jetzt nicht. Reiswaffeln, Himbeerjoghurt mit diesen Wolkenschäfchen. Das war auch richtig, richtig lecker. Mir fällt gerade auf, das ist ja eigentlich auch so ein Review jetzt. Review? Also ich bewerte ja. Bis jetzt war alles gut, was ich hier irgendwie aufbewahrt habe, muss ich sagen. Dann habe ich einmal diese von Koppenrad und Diesel, unsere Goldstücke, 6 Weltmeisterbrötchen aufbewahrt. Aufgebraucht. Ja. Geht so. Also die finde ich jetzt irgendwie nicht so lecker. Ich finde, die haben, ich weiß nicht warum, für mich haben die so einen leicht fischigen Geschmack. Ich weiß auch nicht, also mein Freund liebt die total. Ich finde, die haben so einen, irgendwie so einen ganz leicht fischigen Geschmack. Und deswegen, also ich finde die jetzt irgendwie nicht so. Da finde ich, ich dachte, das wären die gleichen, das sind aber andere, das sind die Dinkelbrötchen von Koppenrad und Wiese. Die finde ich schmecken viel besser und halt nicht irgendwie so nach Fisch oder sowas. Dann habe ich mal, Moment, erst zeige ich die normale. Die kaufe ich immer für meinen Kaffee. Diese Vollmilch von Hamfelder Hof. Und ja, ich glaube, die kostet mittlerweile schon über 2 Euro. Aber ich kaufe die immer. Ich unterstütze da immer sehr gerne die regionalen Sachen. Und ja, ich find die Milch richtig lecker. Das sind, glaube ich, ja, 3,8%. Die finde ich auch am besten in der Milch. Wollte allerdings mal was anderes ausprobieren. Ich glaube, das habe ich mal tatsächlich bei Monte der Story gesehen. Also bei Montana Black. Und Alpro. Not Milk, pflanzlich. Als Kaffeeersatz, als Milch im Kaffeeersatz und auch mal so. Also, meins ist es jetzt nicht, das riecht, also das riecht und es schmeckt auch wie, als ob man gerade Haferflocken isst. Und so Haferflocken im Kaffee, ich finde, das passt nicht. Also, sie ist auf jeden Fall lecker, aber so als Milchersatz geht das für mich irgendwie leider nicht. Aber ich fand sie auf jeden Fall lecker. Ich würde sie mir wieder kaufen.
Dann kaufe ich immer richtig gerne die veganen Schinkenspicker mit Schnittlauch. Also die schmecken richtig gut. Kann ich euch empfehlen auf Basis von Sonnenblumenkernen. Und ja, wie gesagt, vegan. Ich kaufe die auf jeden Fall sehr, sehr gern. Die esse ich gern, die isst mein Sohn gerne. Und ja, wir lieben diese veganen Schinkenspicker. Und besonders die mit Schnittlauch. Mit Schnittlauch kann ich empfehlen. Dann habe ich einmal hier dieses Active O2. Ja, das ist jetzt kein Food, aber trotzdem, das mag ich voll gerne. Das kann man ja sowieso so einfach reinspritzen im Mund. Und ja, Apfel-Kiwi ist da meine Lieblingssorte. Liebe ich. Dann habe ich, was ist das? Achso, das habe ich, glaube ich, weiß nicht, von Penny? Penny oder Aldi mitgenommen. Taste of Asia, Mungo-Keimlinge. Ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe, aber irgendwie waren die total labberig. So, ich habe die ein bisschen angebraten. Was heißt angebraten? Halt so ein bisschen in so einer Wokpfanne, sage ich jetzt einfach mal so. Oh. Sheila? Chili? Sheila ist gerade den Dachboden hoch und schreit total. Ich weiß nicht, was sie hat, weil in letzter Zeit hat sie sich so oft übergeben. Da muss ich immer mal drauf achten, was da los ist. Die würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Die haben mir gar nicht geschmeckt. Dann habe ich einmal zwei Balsenkekse. Die habe ich tatsächlich auch von Penny aus so einem Wochenangebot. Die fand ich beide richtig lecker. Das sind sowieso meine allerliebsten hier von Balsen. Und ja, die fand ich auch richtig gut. Die würde ich mir auch wieder kaufen. Das ist nochmal Joghurette. Ich weiß nicht, warum ich so meine. Ach, hier, diese. Also, falls ihr Milka mögt und so Kakao mögt, kann ich euch auf jeden Fall die Jakobsticks Milka empfehlen. Mein Ding war das nicht, weil das schmeckt irgendwie nur nach Kaffee. Ich würde sie mir nicht nochmal kaufen. Aber wie gesagt, wenn jemand Kakao mag und so weiter, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich einmal meine Jakobsticks Karamell aufgebraucht. Aber die gibt es zurzeit nirgendwo mehr. Die gibt es nicht bei Penny, die gibt es nicht bei Rewe, die gibt es nicht bei Edeka. Ich finde sie nirgendwo. Die sind überall ausverkauft. Ich weiß nicht, ja, finde ich richtig schade. Ich habe die geliebt, die Dinger. Ich habe aber jetzt einen Ersatzkaffee gefunden, der ist von Mövenpick. Der schmeckt mega und davon bekomme ich bisher auch keine Migräne. Dann der Klassiker Miracoli habe ich aufgebraucht. Schade immer noch, dass der Parmesan nicht dabei ist. Ich weiß nicht warum. Das war irgendwie so ein grober Parmesan, wisst ihr? Das ist so ein grober. Aber irgendwie mochte ich diesen Parmesan total gerne. Ich finde, das schmeckt total komisch, wenn man da selbst gekauften Parmesan zu nimmt. Ich weiß nicht, warum die es rausgenommen haben. Finde ich echt blöd. Das haben aber, glaube ich, schon mehrere gesagt. Miracoli, wieso habt ihr das gemacht? Finde ich richtig kacke. Dann bin ich jetzt neuerdings auf diese Yum-Yums gekommen. Mein Sohn bringt die immer mit und ich denke so, ey, was ist das denn? Mag ich ja gar nicht. Und Asia, da kriege ich meistens Migräne nach. Also nach so asischen oder chinesischen oder wie auch immer Sachen. Aber die Dinger, die schmecken echt gut. Die schmecken gut trocken. Also so, wenn man das macht. Und einfach so wie Chips ist, das ist irgendwie, machen die ganzen Kinder jetzt in der Schule irgendwie, das wusste ich gar nicht, dass man die so isst. Aber ich habe sie mir jetzt letztens so warm gemacht, also ganz normal gekocht. Dann kommt da so diese Gewürze rein, die da drin sind. Ist jetzt nicht besonders gesund. Also ist gar nicht gesund, weil dann sind nur E-Stoffe drin. Aber das schmeckt mega lecker. Falls ihr die noch nicht kennt, Yum-Yums, ich nehme immer die gelben hier. Die finde ich richtig lecker. Das ist Chicken Flavor. Und das schmeckt so geil nach Knoblauch. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Kostet 67 Cent. Aber wie gesagt, sind nur E-Stoffe drin und sowas. Dann habe ich einmal die Köcken aufgebraucht von Action. Das sind solche kleinen runden Marzipankekse, sage ich jetzt einfach mal so. Die schmecken nach Mandel, aber für mich schmecken sie nach Marzipan. Also die sind sehr, sehr, sehr lecker. Gibt es nur bei Action, habe ich bisher auch nur bei Action gesehen. Genauso wie diese Rosinen, obwohl ich keine Rosinen mag, gibt es auch nur bei Action, ich glaube 1,49 oder sowas. Das sind Rosinen mit Schokolade übergossen und die Schokolade schmeckt so lecker. Das ist belgische Premium-Schokolade. Und wenn ihr das im Kühlschrank macht, und das hatte ich auch letztens in so einem Joghurt drin, so als Topping, mega, mega, kann ich euch echt nur empfehlen. Dann habe ich noch mal ganz kurz was von Action. Ich will so ein bisschen schneller machen, dass das Video nicht wieder 10 Jahre geht. Diese Cranberry Nuts gibt es bei Action, die sind auch mega günstig, schmecken richtig gut. Die Mandeln schmecken richtig gut von Action. Das habe ich einmal von Rossmann, die Bananenchips. Fand ich auch mega, mega lecker. Würde ich auch wieder kaufen. Dann haben wir noch einmal Süßigkeiten. Da mochte ich schon früher immer gerne diese Tropi Frutti
Und diese Katjas Joghurt-Gums, die sind nämlich ohne tierische Gelatine. Ich mag nicht so gerne Gelatine, weil wenn ich mir überlege, was das da so genau ist, dann denke ich mir immer, oh mein Gott, nein, ich möchte doch kein Gummibärchen. Ich weiß nicht, Gelatine, das ist mir irgendwie, ach, lass mal. Dann habe ich ganz neu entdeckt, feine Käsesterne. Schade, dass ich das jetzt nicht mehr zeigen kann. Das sind wirklich tatsächlich so eine Sterne als Käse. Das ist junger Gouda, mild und cremig, 48% Fett mit dem Sandmännchen. Ja, also die schmecken echt gut. Die kaufe ich mir auf jeden Fall wieder. Die habe ich auf jeden Fall, glaube ich, von, ich habe jetzt dreimal hintereinander auf jeden Fall gesagt. Gut, kaufe ich mir trotzdem wieder. Dann sind wir auch gleich durch. Das ist mein absolutes Lieblings-Pharma-Gemüse von Iglo. Richtig lecker. Also dieses richtig knackig und frisch und also das ist wirklich ein ganz tolles Gemüse, wenn ihr mal so ein Fertiggemüse kaufen möchtet. So, dann kommen jetzt hier nur noch Süßigkeiten, beziehungsweise einmal habe ich noch eine Marmelade von Schwartau Samt. Da nehme ich immer Waldfrucht. Das ist ohne Stücke und ohne Kerne. Weil kennt ihr die Marmelade, wo ihr das dann draufhaut und dann habt ihr das zwischen den Zehen und ist da ein Gewusel und dann, ach nee, das ist voll furchtbar. Voll furchtbar. Ja, wie gesagt, also diese Samtmarmelade, die kaufe ich immer gerne von Schwartau. Ich wollte gerade Bad Schwartau sagen. Schwartau. Und ja, da kaufe ich immer die Waldfrucht. Nein. Gerade schon wieder an den Herzecho gedacht, an das Herzecho gedacht. So, aber es ist eine gute Ablenkung jetzt hier mit dem Video. Dann habe ich einmal hier Zuckerwatte, dann nehme ich immer die rosane Barbie Candy Floss. Mag ich. Sheila! Sheila, komm mal hierher! Hat sie denn? Mensch, ich wollte doch nicht, dass das Video wieder so lang geht. So, schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr lecker. Dann hätte ich nicht gedacht, dass ich das mag von diesen Lay's, diese, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Sour Cream and Black Pepper. Ich liebe schwarzen Pfeffer. Ich könnte überall 10 Meter schwarzen Pfeffer rüber machen. Von daher, die waren richtig lecker. Ich weiß gar nicht, die hätte ich jetzt so gar nicht gekauft. Die hat mein Freund gekauft. Fand ich richtig lecker. Dann habe ich hier gerade alles runtergeworfen. Dann habe ich hier von Bravo Knusperbande Original. Die schmecken so wie Pombeer. Also ich finde, die schmecken wirklich so wie Pombeer. Die gibt es, glaube ich, bei Penny. Ja, Bravo ist die Eigenmarke. Ist die Eigenmarke von Penny. Ja, wie gesagt, mag ich gerne. Dann habe ich einmal Kichererbsenchips von Funny Frisch. Da gibt es allerdings noch andere, die schmecken noch besser oder sind das die? Gott, jetzt weiß ich das nicht. Ich glaube, das sind sonst noch andere, die ich mag. Die habe ich jetzt hier, glaube ich, irgendwie gerade nicht dabei. Aber die schmecken auch gut. Das ist Joghurt-Gurken-Style. 50% weniger Fett gebacken, nicht frittiert, geschnitten oder am Stück. So, auf jeden Fall sind die sehr, sehr lecker. Und ja, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das hat mein Sohn leer gemacht. Ahoi Brause. Ja, kann man ja auch, wenn man jetzt irgendwie so, kennt ihr das? Wie war das noch? Dann nimmt man Wodka. War das mit Wodka oder war das mit Sekt? Ich weiß das nicht mehr. Schüttet, nee, nimmt das in den Mund, diese Brausepulverdinger. Und dann muss man trinken. Und dann, kennt ihr das? Das war mal irgendwie auf so einer Party oder so, war ganz witzig. Aber nun gut, ich will hier ja keinen animieren, irgendwie sowas zu trinken. Aber ja, hier geht es ja jetzt nur um diese Ahoi-Brausen. Ja, das ist Sodbrennen vorprogrammiert, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, ich bin fertig mit dem Aufgebraucht-Video, mit dem Special Food Aufgebraucht-Video. Jetzt muss ich mich langsam fertig machen. Das heißt, ich fahre jetzt zum Kardiologen und bekomme das Herzecho und oh Gott, bin schon mega aufgeregt. Also, das habe ich jetzt auch schon 50 Mal gesagt. So, ihr habt jetzt die Aufgabe, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gerne immer so getrennte Food- und Haushalt- und Kosmetik-Videos, Aufgebraucht-Videos haben möchtet oder ob das wieder alles zusammen in eine Tombola, wollte ich gerade sagen, soll. Genau, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da heiße ich Shiva Shakti 8 und ich hoffe, dass wir uns am Sonntag wiedersehen. Bis dann, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss!